Du siehst ein mechanisches Präzisionsuhrwerk, ein Display in einem Fahrzeugcockpit, eine VR-Brille, ein tolles E-Bike und einen Radlader in einem Salzbergwerk. Und du fragst dich, was haben denn diese Dinge miteinander gemeinsam? Nun ja, man kann sie anfassen, sie müssen gefertigt werden, wir müssen sie konstruieren und berechnen, damit sie nicht kaputt gehen. Und hierfür gibt es unterschiedliche Disziplinen innerhalb des Maschinenbaus. Genauso viele Branchen gibt es auch in Sachsen-Anhalt, viele erfolgreiche Unternehmen in diesen, sodass du eben nach dem Studium wirklich auch die Möglichkeit hast, in dem Bundesland erfolgreich Fuß zu fassen als Ingenieur. Und darauf werden wir dich in unserem Studium sehr gut vorbereiten. Mein Name ist Holger Gruß. Ich verantworte den Bereich Konstruktion innerhalb der Maschinenbaugruppe der Hochschule Anhalt. Und ich werde dir in den kommenden Minuten unseren neuen Bachelorstudiengang Maschinenbau vorstellen. Du wirst das Studium als ein Bachelor of Engineering beenden. Das Studium wird 7 Semester dauern, also 3,5 Jahre in etwa. Und du benötigst die Hochschulzugangsberechtigung und Start ist jetzt im kommenden Wintersemester. Wie ist die Lage in den Unternehmen? Diese sind je nachdem einem sehr, sehr hohen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Und auf der anderen Seite, die Kunden wünschen immer bessere Qualität bei gleichzeitig geringerem Preis, den sie bereit sind zu zahlen. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Entwicklung und Fertigung nieder. Die Budgets sind knapp und auch die Zeitvorgaben für die Entwicklung und Fertigung dieser sind auch sehr eng bemessen. Hierfür gibt es natürlich eine Strategie, das ist zum Beispiel der Einsatz digitaler Werkzeuge und diese eben zu einer sogenannten CAX-Prozesskette zu verknüpfen. Wofür steht CA? CA steht für rechnergestützt, Computer Aided und X steht für Prozesse. Es gibt den Designprozess, dort werden die Bauteile, Baugruppen konstruiert. Im Engineering werden sie berechnet und simuliert, dass sie eben nicht kaputt gehen. Im Prozess Manufacturing, das ist die Fertigung. Und dann gibt es noch den Prozess Quality. Dort werden die Bauteile, Baugruppen untersucht, damit sie eben nicht kaputt gehen, beziehungsweise nicht schadhaft sind und unsere Baugruppe eben ihre Funktion erfüllen kann. Unser Studium orientiert sich an dieser CRX-Prozesskette und da siehst du, dass diese Prozesse logisch miteinander verknüpft sind, sodass eben mit dem Einsatz dieser digitalen Werkzeuge in diesen Prozessen du als Digital Mechanical Engineer gut vorbereitet bist. Unser Studium gliedert sich in 3 Hauptkomplexe. Hauptkomplex 1 umfasst die anwendungsorientierten Grundlagen, das sind die MINT-Fächer, die du aus der Schule kennst, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technikfächer. Und die sind im 1. bis 4. Semester, damit du eben aber auch Lust auf den Maschinenbau bekommst und nicht immer nur mit Grundlagen konfrontiert bist, fangen wir natürlich auch schon im 1. Semester mit den anwendungsorientierten Vertiefungen an. Und mit dem Hauptkomplex 3 beendest du das Studium. Das sind die Anwendungen in der Praxis, also sprich dein Berufspraktikum und die Bachelorarbeit, die anzufertigen ist. Unsere Module sind logisch gegliedert, bauen aufeinander auf. Und da siehst du eben, wir fangen erst hauptsächlich mit den Grundlagen an und mit fortschreitendem Semester werden die Vertiefungsfächer mehr. Und da siehst du zum Schluss, das Studium beendest du mit dem Praktikum und der Bachelorarbeit. Wir können natürlich auch unsere Module nach diesen CRX-Prozessen gliedern, das habe ich mal getan. Und da siehst du, wir haben eine Module mit CAD, CAE-Ausprägung, Module mit CRM und mit CAQ-Ausprägung. Und in dem unteren Bereich, der dunkelblau gestaltet ist, dort kannst du eben Module wählen, die deinen Interessen dienen, sodass du eben auch wirklich auch Alleinstellungsmerkmale generieren kannst und damit natürlich super Startpositionen im Berufsleben hast. Wir bieten dir demzufolge auch Spezialisierungsrichtung an. Die Spezialisierungsrichtung 1, das ist Konstruktionssimulation, dort stehen die CAD, CAE-Prozesse im Vordergrund. In der Spezialisierung 3, Fertigung, stehen die CAM- und CAQ-Prozesse im Vordergrund. Und wenn du sagst, ich interessiere mich für Fahrzeugtechnik, dann kannst du unsere Spezialisierung 2 wählen. Wenn du natürlich richtig heiß auf CAD und CAE bist, kannst du eben auch dein Studium so auslegen, dass du eine maximale Profilausprägung diesbezüglich bekommst und 60% unserer Fächer, beziehungsweise bei uns heißt es Module, haben eben diesen CAD, CAE-Charakter. Oder du sagst, ich bin eher
praxisorientiert, so richtig mit Fertigung und ich möchte die Bauteile wirklich auch in der Hand halten, dann kannst du CRM, CAQ Maximalprofil ausprägen mit 50% der Module. Oder wie gesagt, du bist so dazwischen, möchtest zum Beispiel Vertriebsingenieur werden oder Gutachter, dann kannst du entsprechend der Schlüsselkompetenzen, die in den Jobs gefordert werden, deine Spezialisierung und deine Wahlpflichtmodule im letzten Teil des Studiums entsprechend wählen, dass du eben sehr gut für diese Berufe, die dir vorschweben, vorbereitet bist. Nochmal auf die CX-Prozesskette eingehend. Wir haben sehr viele Werkzeuge im Einsatz. Das sind natürlich Modellierungsprogramme im 2D- und 3D-Bereich. Und mit diesen Modellen kannst du natürlich dann auch im CAE-Prozess und CRM-Prozess diese einsetzen für die Berechnung und für die Fertigung. Und natürlich auch tolle digitale Werkzeuge, um Bauteile in ihrem Inneren zu untersuchen, ob sie schadhaft sind oder einwandfrei. Und damit bist du natürlich, wenn du diese Werkzeuge verstehst, diese Werkzeuge einsetzen kannst, bist du super als Digital Mechanical Engineer vorbereitet. Wie gesagt, wir setzen hier digitale Werkzeuge ein und verknüpfen diese. Und damit studierst du quasi digitaler Maschinenbau und bist damit immer sehr gut vorbereitet und hebst dich damit eben auch von anderen Absolventen an anderen Hochschulen entsprechend ab. Wenn du mehr zu diesem Studium bei uns wissen möchtest, dann gehst du einfach auf die Hochschulseite hsanhalt.de oder auf die Seite unserer Arbeitsgruppe Design Engineering and Simulation School Köthen, desk.de oder gibst einfach ins Internet digitalermaschinenbau.de ein und kannst dich informieren. Ich habe noch weitere Videos für dich vorbereitet, die nochmal auf die Vorteile des Studiums bei uns eingehen und auch wie du dich richtig bewirbst, damit wir dich hier im Oktober begrüßen dürfen. Tschüss.